Yo, hey, ich bin Talenariel. Ihr seid auf die Katapanemas. Und heute muss ich mich eh beeilen, weil ich habe nur noch ungefähr 10 Minuten auf dieser Speicherkarte und ich habe keinen Bock, eine neue reinzutun. Das Zweite, was ich kurz sagen will, bevor wir in das Video starten, ich bin nicht gesponsert. Ich habe 3 neue Geschmacksrichtungen, die für mich interessant klingen, von dem Energy Drink bei meinem Geschäft des Vertrauens gefunden. Es ist Flying Power, also es ist relativ offensichtlich, welches Geschäft es ist. In Österreich heißt es Hofer, überall anders heißt es Aldi. Und ja, ich habe kurz auch noch, falls ihr das hier seht, ich bin noch nicht zum Duschen gekommen nach der Pride und ich habe ein paar Kratzer von Jugendlichen, die nicht wissen, wie man sich Fingernägel schneidet anscheinend. Anderes Thema. Heute probieren wir 3 neue Geschmacksrichtungen, oder für mich neue Geschmacksrichtungen, von dem Energy Drink Flying Powers. Power. Wie gesagt, nicht gesponsert, nur ich kaufe sie grundsätzlich gern und ich probiere gerne neue Sachen aus. Und das erste, was wir probieren werden, ist Juneberry. Ich google noch, was das auf Deutsch heißt und schreibe es euch hier rein. Hat so ein Pastell-lille Farbe. Machen wir uns mal auf. Das riecht fast wie Johannisbeere. Es hat auch von der Farbe her ein bisschen was wie Johannisbeere. Johannisbeere? Blueberry. Blaubeere, nicht Johannisbeere. Heidelbeere heißt es auch noch. Bisschen rosiger, bisschen mehr rosa ist es als Blaubeere. Und es hat ein bisschen mehr einen stechigen Geruch. Es schmeckt nach erstaunlich wenig eigentlich. Also, es schmeckt nicht nach Wasser. Und wer jetzt sagt, dass Wasser keinen Geschmack hat, eure Geschmacksnerven sind tot. Aber es schmeckt nach erstaunlich wenig. Es schmeckt süßlich. Natürlich, da ist ein Haufen Zucker drin. Ja. Kann man machen. Ist ganz gut. Das nächste, weil das selbige Seite davon läuft, ist Watermelon. Ich liebe grundsätzlich... Oh, das ist ein Sugarfree, das habe ich nicht gesehen. Passiert. Ich liebe grundsätzlich Watermelon, aber ich hasse, verabscheue, kann es nicht ausstehen, Sugarfree Energy Drinks. Das habe ich nicht gesehen, dass das ein Sugarfree ist. Wir werden es für heute überleben. Watermelon, ich liebe es. Und es hat halt dieses Pastell-hellrosa, Babyrosa. Oh, geht nicht ganz recht auf wie das Juneberry. Ja, riecht nach Chemie-Wassermelone. Oh, das ist dunkler, als ich erwartet hatte. Ich dachte, das ist auch so ein Rosa wie die Verpackung. Hübsch. Ja, es riecht nach Chemie-Wassermelone, wie man sie kennt. Das Foto muss ich mir nachher anschauen. Es ist sehr... Also der Geschmack intensiviert das Sparkly. Kennt ihr das? Wenn der Geschmack so ein bisschen sparkly ist selbst. Diesmal kann es daran liegen, dass es das Sugarfree ist. Also es schmeckt zuckerfrei. Das schon mal. Und es riecht intensiver als es schmeckt. Also es riecht sehr intensiv.
Es schmeckt mehr zuckerfrei als nach Wassermelone. Nein, das wird nichts recurring. Und um schnell durchzukommen, das letzte ist kein Zuckerfell. Strawberry Apricot, also Erdbeerpfirsich. Tada! Aprikose. Wer jetzt kommt mit Aprikose, ist nicht das gleiche wie Pfirsich, den hau ich. Die geht schon auch schlecht auf. Oh, ich kenne den Geruch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die Pfirsichherzen sind. Nee, ich weiß nicht, ob ich den Geruch kenne, aber ich kenne ihn. Auf jeden Fall irgendeine Gummisüßigkeit. Der schmeckt doch erstaunlich wenig. Auch wieder so, es riecht stärker als es schmeckt. Aber es schmeckt auch nicht schlecht. Ist gut. Also wenn ich sie raten müsste, also so eine Rangfolge von wie gut sie mir geschmeckt haben im Vergleich, das ist so passiert. Das würde ich so sagen, ist so eine 6 und 7. Dem würde ich so 5,5 vielleicht geben. Und hier 2, 1. Wie gesagt, ich bin absolut kein Fan von zuckerfrei. Also das ist halt ein großer Faktor. Aber falls euch das gefallen hat, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Falls euch das gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir, was ich als nächstes probieren soll. Ich habe noch ein paar Ideen für Taste-Videos. Also wenn euch das gefällt, grundsätzlich gebt mir Bescheid. Und ich würde jetzt sagen, bevor mir der Speicherplatz ausläuft, ich sehe euch ganz bald wieder. Macht's am allerbesten. Passt auf euch auf. Und ciao.